Ja, da sind wir wieder da. Und es kann auch gleich fröhlich weitergehen. Hierzu wollen wir uns für die Neueingestiegenen noch einmal kurz vorstellen. Da mache ich dann gleich mal den Anfang. Also ich bin die Maggie, aka Shufu Grokash von den ESO-Schatzsuchern. Und die Gilde Donnerkeil, die wird auch von mir geleitet. Ja, dann gebe ich jetzt erstmal weiter an Lejona. Ich bin Leona, ich bin Mitleiterin der Gilde Das Netz und gebe weiter an den Kiyoshi. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich bin der Kiyoshi, aka auch Jan genannt. Bin Leiter der Gilde Gothic und auch gleichzeitig noch mit im MMORPG Radio tätig. Ja, schönen guten Abend, Garian. Wie geht's? Ja, gut geht's. Schönen guten Abend euch auch allen. Ich bin Garia Metatron, der Gildenleiter von Metatrons Nexus der Kraft und habe einen eigenen YouTube-Channel, wo man vieles über TESO sieht. Und ich denke, wir können jetzt sofort einsteigen wieder in die nächsten Themen. Genau, und das wäre in dem Fall. Maggie, du hast es eben gerade so schön moderiert. Jetzt darfst du auch gerne den Einstieg in das Thema machen. Ja, wir waren vor der Pause dabei stehen geblieben, dass wir gleich mit dem Gruppenspiel loslegen wollen. Wie wir gesehen haben, habt ihr schon fleißig Fragen überlegt. Also werden wir die jetzt mal so der Reihe nach durchgehen und mal schauen, was uns da so erwartet. Also zum Thema Gruppenspiel nochmal kurz, da werdet ihr mit Update 5, also dem nächsten Update, noch einige Verbesserungen erfahren. Sowas wie unerschrockenen Sets kommen ja rein. Und genauso die Gruppensuche wird auch nochmal überarbeitet, dass das alles besser wird. Ja, wer von euch möchte sich denn die erste Frage einmal rauspicken? Jirarax, hat gefragt, ob es möglich sein wird, eine Liste zu haben, wo alle aktiven Gruppen angezeigt werden. Das ist bisher noch nicht in Planung. Wir haben das aber auch angeregt beim Guild Summit, dass sowas doch bitte kommen solle, weil es viele Spieler gibt, die einfach gerne überhaupt irgendwas zusammen machen möchten. Und gerade jetzt mit Anpassung des Levels an den Dungeon, also des Dungeons an das eigene Level, wäre es ganz nett, wenn man das ermöglichen würde. Und das wurde sich seitens der Entwickler auf jeden Fall mal notiert. Ja, zum Thema Gruppengröße, also ob es in Zukunft möglich sein wird, fragte Shadowfighter, mit 8 oder 12 Leuten in die Verliese zu gehen. Also dazu hatte Zenimax ja jetzt zwar auf dem Guild Summit nichts gesagt, glaube ich, Oh, doch, aber haben sie. haben sie doch, aber vorerst ist das, denke ich, nicht geplant. Also wenn, dann in der Zukunft vielleicht. Und zwar hat der, ich glaube, Paul Sage war es auch persönlich, er sagte, es gibt sehr viele Leute innerhalb der Firma, die genauso denken wie ihr. Das heißt, es gibt dort sehr viele Leute, die wünschen sich, dass es Raids in herkömmlichem Sinne gibt, größere Gruppen und so weiter. Man will jetzt aber tatsächlich erst einmal schauen, dass man den momentan bestehenden Content versucht auszubauen. Aber danach werden wohl direkt diese Raids angegangen. Es steht auf deren Prioritätenliste. Sie wollen es umsetzen, aber um es mal mit Cinemax zu sagen, es wird soon geschehen. Gut, was sie halt jetzt bringen, damit das Gruppenspiel ein bisschen besser wird, dann auch in Dungeons, ist das Dungeon Scaling, das heißt die Verlieskalierung. Ihr könnt also ab Update 5 dann euch aussuchen, auf welchem Level geht ihr ins Dungeon. In der Regel wird der Gruppenleiter als der Maßstab genommen und zwei Level drüber, zwei Level drunter kann man sich dem dann anschließen. Also wird die Suche nach Gruppe dann auch funktionieren automatisch. Und also die wird optimiert. Und so könnte dann halt wirklich auch die Pilzgrotte mal auf Veteranenrang 3, 6, 12, 39, wie ihr wollt, spielen. Gildennamen an sich als Extratitel ist, soweit ich weiß, nicht geplant. Ich weiß nicht, habt ihr, falls ihr jetzt Wurde irgendwie was angemerkt, anderes. wurde darum gebeten, dass wir es gerne haben möchten. Wurde notiert. Genau. Momentan noch nicht. Begründung liegt einfach darin, dieses MMO versucht, einen gewissen Grad an, ich sage mal, Realismus aufzuweisen. Das hat nämlich auch wiederum mit den Buffs und den Debuffs zu tun. Das haben sie dort extra nicht eingefügt. Denn dort möchte man gerne ganz in der Elder Scrolls Manier, nicht wie in WoW oder anderen MMORPGs, die Leute darauf
verleiten, stumpf auf irgendwelche Symbole zu schauen. Nein, mein Elder Scrolls soll es so sein, dass man tatsächlich die Charaktere, die Mobs und auch vielleicht die Bosse sich persönlich mal anschaut, wie es dort mit den Stats, wie es mit den Debuffs und so weiter steht. Von daher, Gildennamen waren daher anscheinend nicht mit innerhalb des Ganzen vorhergesehen, wird aber nun, oder beziehungsweise wurde ja nun von Leona gerade gesagt, wurde angemerkt und wurde notiert. Von daher gehe ich davon aus, dass es dann auch irgendwann tatsächlich mit implementiert wird. Die Frage von Fallbart, wird man die Gruppensuche auch für eine konkrete Quest nutzen können? Das wurde uns nicht gezeigt, das wurde auch nicht erwähnt, also im Moment ist das wohl so nicht vorgesehen, weil wir es nicht gesehen haben. Wie gesagt, im Moment orientiert es sich nur, dass es besser wird, nach dem Gruppenleiter zu schauen, welche Level der hat. Und ja, was jetzt bezüglich der Quest ist, ist halt das, wenn ihr in den Dungeon geht und die Gruppe ist schon weiter im Dungeon und ihr habt dann eine Quest, die schon 3-4 Schritte weiter ist, dass die also dann auch teilbar vernünftig ist und dann auch derjenige, der nachrückt, auf den aktuellen Quest-Step kommt, sodass er nicht dann ganz weg von der Quest ist. Jirarax, ich sag deinen Namen immer falsch. Jirarax frage, ob es auch möglich sein wird, wenn man jetzt doch eine sehr gemischte Gruppe hat, dass die Level, also wenn man einen jemanden dabei hat, der 10 Level drunter ist, dass er dann auch an das Level des Gruppenbosses angepasst wird, so, also quasi Spielerlevel an Dungeon-Level anpassen, wurde gefragt. Es hieß, es ist wesentlich einfacher, Mobs und Bosse an Spieler anzupassen, als andersrum. Ich habe aber beim Abendessen auch den Hinweis bekommen, dass das Dungeon-Team das prinzipiell schon ganz gerne machen würde. Es ist halt nur deutlich komplexer und aufwendiger, deswegen kriegen wir jetzt erstmal die Variante, die wir kriegen. Und vielleicht, wenn sie die Ressourcen dazu haben, können sie das irgendwann auch nochmal realisieren. Ja, also die Drops, die in dem Dungeon droppen werden, orientieren sich immer am Gruppenleiter. Das heißt, wenn ein 23er das Dungeon aufmacht, dann droppen 23er Items. Wenn ein Veteran Rang 10 das Dungeon aufmacht, dann dementsprechend Veteran Rang Items. Ja, zum Thema Gruppenspiel könnt ihr dann mit Update 5 auch noch tägliche Quests annehmen von den Unerschrockenen, die euch dann in verschiedene Instanzen führen werden. Und da könnt ihr dann auch nochmal euch zusätzliche Sets verdienen. Die zeigen wir euch jetzt hier als Bildershow mal so nebenbei. Und das ist immer so ein Zweier-Set, bestehend aus Helm und Schulter. Und ja, Schulter könnt ihr dann aus den Truhen der Unerschrockenen bekommen. Also ihr könnt eine Daily annehmen. Und je nachdem, wie erfolgreich, effektiv und auch optionale Elemente ihr damit einbezieht, desto besser ist der Schlüssel, den ihr dann bekommt, wenn ihr die Quest abschließt. Also entweder Bronze, Silber oder Gold. Und dann hat natürlich das Set-Teil eine höhere Chance, da drin zu sein. Und den Helm, den bekommt ihr dann von dem Endboss eines bestimmten Dungeons. Also diesen Deadrot-Helm, den man gerade sieht, den bekommt man auch zum Beispiel nur von einem dädrischen Boss. Ich glaube, das war das imperiale Prison, das Gefängnis, wenn ich mich recht erinnere. Also habt ihr da auch nochmal einiges zu tun mit dem Gruppenspiel? Das Witzige an den Helmen und wenn man dann auch die Schulter dazu aus der Truhe holt bei den Unerschrockenen, ist halt, dass die eine tolle Eigenschaft haben, zum Beispiel bei dem Daedrot, den man hier gerade sieht, wenn dem seine Eigenschaft prockt sozusagen, dann ruft er einen Daedrot als Hilfe herbei und ja, dann hat man sozusagen noch ein großes Pet dabei. Genauso gibt es einen Spinnenkopf, dann wird halt ein Spinnennetz gelegt und der andere Gegner gesnared und sowas alles. Also das war auch ganz witzig mal zu sehen, dass diese Helm- und Schulterkombination dann auch noch so ein Proc-Ereignis hat sozusagen. Ich sehe hier gerade von Scrapson eine Frage, die er auch ganz am Anfang schon gestellt hatte. Und zwar bezüglich Gameplay in ESO mit Karkstein. Weil Karkstein ja eine fast nur gruppenbasierte Zone ist. Und jetzt fragt er hier, ob man später auch nochmal allein spielen kann oder ob es nur gruppenbasierte Questen geben wird. Und dazu wurde auf der QuakeCon zum Beispiel noch ein Gebiet gezeigt. Also es wird ja bald auch noch eine Abenteuerzone geben, ähnlich wie Karkstein. Das ist Mörkmeier.
wird aber auch noch eine Weile dauern, bis das reinkommt. Und das andere ist ein Gebiet der Orks, das heißt Wrothgar, die Zone. Und die wiederum ist dann wieder eine Solo-Zone. Also da könnt ihr dann fröhlich drauf losquesten, allein auch. Und ja, wird bestimmt dann auch einen Gruppenverlies dort wieder geben. Aber das gibt dann, also die Entwickler wollen das auch so gemischt halten. Weil sie wissen, dass es Solospieler gibt, ebenso wie Gruppenspieler. Genau, und das nächste Gruppenverlies, was jetzt kommt, also auch wieder mit Update 5, ist die Stadt der Asche, City of Ash. Und ja, da wird sich die Story aus dem ersten ziemlich weit voran bewegen, nämlich die ganze Stadt ist dann gelöscht, brennt ja, wenn man das im Normalmodus spielt. Und dann geht man durchs Portal in die Badlands und ist dann in einer ganz neuen Umgebung mit ganz anderen Bossen. Und ist ein Veteranrang 40, 14 Dungeon, oder? Ja. Mit schön viel Feuer. Schlitzack fragt, wie das mit den Quests aussieht, wenn man nicht den gleichen Step hat wegen den Quest-Inis. Also ich gehe mal davon aus, dass du die Instanzen meinst, ganz normal wie Fungelgrotte und so. Wenn du zum Beispiel später in die Instanz kommst und man das Quest dann mit dir teilt, dann wirst du direkt auf dem Step weitermachen können, auf dem die Gruppe bereits ist. Allgemein werden die Quests von den Instanzen wieder teilbar sein. Sprich, man wird sie dann auch nochmal machen können. Himmelguck, ja, ist falsch verstanden. Gildennamen anzeigen anstatt Sieger der Magiergilde oder seinen PvP-Rang, dass das abgelehnt sei aufgrund der Immersion. Nein. Also zum einen ist es nicht abgelehnt. Es ist jetzt aktuell einfach, sie haben halt einfach nicht dran gedacht. Grund ist viel wegen AVA, wenn da irgendwie ein Gilden-Tag wirklich wäre, was andere sehen, anmachen könnten. Ist so ein bisschen, da ist die von der Gilde, die gehen wir mal alle schön verkloppen und ganken. Der Vorschlag, der gebracht wurde von unserer Seite aus dort, war im Prinzip, dass man sich sagen kann, Himmelguck, Sieger der Magiergilde von... Und dann kommt dein Gildenname, wie auch immer die Gilde heißt, in der du bist. So war das im Prinzip von uns vorgeschlagen, dass man das Ganze quasi als Titel einblendet. Bezüglich der Skalierung fragt hier der kleine Mann, wie das aussieht, wenn es um Dungeons geht, die es in Veteranen- und Normalmodus gibt. Also es ist so, dass das immer vom Gruppenleiter abhängt. Wenn du also mit V1 in diese Inni gehst, dann sind die Bosse und die Mobs auch an dich auf V1 angepasst. So, dass also der Gruppenleiter dann entsprechend so gewählt werden muss und die Inni dann betreten sollte. Dann passt das auch. Ja, die Frage ist ein bisschen anders gemeint, so wie ich das verstehe. Er möchte wissen, ob man die normalen Modus spielen kann, wenn man schon Veteranrang ist. Also ob man sagen kann, ich möchte jetzt in den normalen Modus reingehen. Gut, das kannst du ja so oder so. Man kann ja einfach in das alte Gebiet mal reingehen. Ist das dann sofort Veteranrang? Theoretisch nicht. Nur ob es runterskalierbar ist, dann offiziell, das kann ich dir jetzt gerade gar nicht genau sagen, ob man die kleinen Dungeons dann so skalieren kann. Aber normalerweise müsste man ja einfach so da reingehen können, ohne dass man skaliert. Ja, haben wir sonst noch irgendwelche Fragen zu dem Thema? Also haut raus. Sonst würde ich vorschlagen, dass wir dann langsam auch vielleicht mal zum anderen Thema kommen. Eventuell. Ja, Möglichkeit, Gruppenmitglieder zu markieren. Davon wurde nicht geredet. Jirarax Frage, ob man die Items der Sets nur in einer Instanz oder auch bei anderen Bossen des Typs finden kann. Nein, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Beispiel den Dwemer-Helm oder so, den gibt es dann effektiv nur in dieser Instanz und nicht bei irgendwelchen Dwemern, die irgendwo rumlaufen. Gigasax
Elfs Frage, ob man als V14 30er oder 40er Chars durch ihre Innis auf ihrem Level ziehen kann. Ja, wenn sie der Gruppenleiter sind, dann ist die Instanz ja an ihr Level angepasst. Du bist aber weiterhin Level V14. Das heißt, du kannst die Leute ziehen. So hatte ich das auch verstanden. Ein Helm-Schulter-Set mit Tierbeschwörung, Elridon, haben wir jetzt nicht gesehen, aber wir haben auch noch nicht alle Sets gesehen. Also vielleicht gibt es da entsprechend noch was, wo noch irgendwas kommt, aber mir fällt spontan keine Instanz ein, wo es passend wäre. Von daher kann ich das nicht sagen. Ja, die haben uns halt alle nicht alle Helme gezeigt. Zum Beispiel eins war von einem Dwemer-Boss und dann war ja auch das Thema, das ist vielleicht auch ein ganz guter Wechsel jetzt auf den Handwerksstil, den Dwemer-Handwerksstil, ne? Da, also es gibt eine Dwemer-Maske, einen Dwemer-Helm und es gibt halt jetzt auch demnächst den Dwemer-Handwerksstil. Und mit dem Dwemer-Handwerksstil kommt auch was ganz Neues dazu, nämlich wenn er dann Drops bekommt, kann es sein, dass er nur ein Kapitel von einem Buch findet. Und dann zum Beispiel nur die Handschuhe craftet. Also ist dann das Buch was wirklich Besonderes. Ja, damit sind wir eigentlich schon gleich beim nächsten Thema. Ja, würde ich doch sagen, dass wir jetzt auch ein bisschen mit dem Handwerksthema auch weitermachen. Vorher würde ich aber ganz gerne zum Thema Revamp kommen. Oder wie es unser netter Freund, der Dark Carol, sagte, Clicky will. Wie euch ja aufgefallen ist, es gibt in Elder Scrolls manchmal so ein paar Unstimmigkeiten, sodass man zum Beispiel aus einer Weintraube Pfeffer erntet, wenn man nach bestimmten Zutaten sucht. Das ist eine der Dinge, die sie momentan sehr stark am Verbessern sind. Momentan gibt es auch nur eine gewisse Anzahl an, ja, ich sag mal, klickbaren Items. Deswegen hat er dieses Thema auch bei seiner Vorführung Clicky Will genannt. Zu Beginn des Spiels war das Ganze noch nicht sehr viel, wurde bisher um 50% nochmal erhöht und soll jetzt nochmal sehr stark erhöht werden, sodass tatsächlich überall, dass ihr eigentlich gar nicht schon mal irgendwo hingucken könnt, dass ihr dann dort irgendwie etwas, ja, aufnehmen, finden oder auch vielleicht klauen könnt, je nachdem. Also es ist schon eine sehr interessante Entwicklung, muss ich sagen, und das macht diese ganze Welt auch eventuell etwas, ja, lebendiger. Es kam ja nun vor einiger Zeit auch die Sache, dass man nicht mehr nur Schwertständer looten konnte, sondern auch tatsächlich Schwerter, die dort herumlagen, dass man diese mitnehmen kann. Und das ist ja auch ein Schritt in Richtung Überarbeitung des Berufsversorgers, also wenn ihr bis jetzt gerne kocht und euch ein Bier macht oder euch einen Stärkekringel macht, einen Süßkringel macht, dann wird das damit verbunden. Also dadurch, dass man dann andere Items findet, also nicht mehr den Pfeffer in den Trauben, sondern auch die Trauben in den Trauben, auch der Versorgerberuf komplett verändert. Was heißt komplett verändert? Er wird halt gängiger. Man versteht dann auch, wenn man was sammelt, worein das jetzt gehört. Zum Beispiel wird dann wirklich nur nach 4 Mahlzeiten aufgeteilt oder nach 3 Zutaten aufgeteilt, nämlich einmal den Fisch, das Fleisch und das Gemüse und das Obst, genau. Und dementsprechend weiß man dann, aha, das ist jetzt was Obstiges, das ist jetzt was Fischiges und so weiter und so fort. Also da hat man dann die bessere Aufteilung beim Essen. Was sie wollen, ist, dass die Zutaten sich um 50% reduzieren in den Rezepten, weil da ist im Moment ja ziemlich viel in der Bank, meistens bei vielen, die kochen, und ja, das wollen die damit erreichen. Alien Chef, du hast das, glaube ich, falsch verstanden. Es wird nicht mehr Zeug für den Versorger geben, die Zutaten für den Versorger werden reduziert. Es wird weniger unterschiedliche Zutaten geben, das heißt, du hast dann auch mit ziemlicher Sicherheit weniger Platzprobleme, als du es jetzt hast.
Genau, weiterhin werden auch die Zutaten für, ich glaube, für den Alchemisten. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden Zutaten demnächst kategorisiert. Das heißt, man stellt zum Beispiel mit Gemüse dann Ausdauer wieder her. Ich glaube, es war mit Früchten Magica und das dritte fällt mir jetzt gerade leider nicht ein. Fleisch. Also auch, genau, Fleisch war es. Dann, das heißt, die Übersicht dieser ganzen Zutaten wird nochmal deutlich, beziehungsweise sogar vielleicht drastisch erhöht. Es kommt kaum noch zu Unklarheiten und die beste Erneuerung, wie ich eigentlich finde, ist, dass man jetzt tatsächlich auch mal Zutaten da findet, wo man sie vermutet. Sprich, dass man Brot bei einem Bäcker findet, dass man Weintrauben an einem Rebstock oder an einem Händlerstand findet, dass man, weiß ich nicht was, fällt mir jetzt gerade leider kein weiteres passendes Beispiel ein, dass man auf jeden Fall die Sachen dort, wo man sie vermutet, tatsächlich auch jetzt bekommt und keine Random Drops mehr passieren. Weitere Sache, die ich vielleicht noch kurz einwerfen möchte, sind die Gold Drops. Momentan droppt ja nun jeder NPC, jedes Monster, jeder Boss immer einen gewissen Satz an Gold, vielleicht auch nicht. Das wird jetzt anders. Die Goldsätze momentan sind ja relativ gering. Man will das jetzt so machen, dass man eine gewisse Chance einbaut, dass Gold droppt. Die Chance wird aber geringer sein als jetzt. Dafür wird natürlich mehr Gold droppen und ja, was ich eigentlich persönlich auch etwas besser finde. Moratras hatte hier noch gefragt, ob es Schmuckcrafting geben wird. Also das kommt auf jeden Fall, aber dauert noch. Also ist auf der Prioritätenliste ziemlich weit hinten. Wird aber auf jeden Fall irgendwann kommen. Und genauso wie Juwelenherstellung ist auch in der Mache, genauso wie Zauberweben. Das sind also die drei Berufe, die da jetzt im Moment so in der Bearbeitung sind. Wir blenden euch übrigens hier nochmal zwei Bilder ein zu dem Dwemer-Set, was Garian vorhin angesprochen hatte, das ihr jetzt auch erhalten könnt dann mit Update 5. Und ja, dann erhaltet ihr schon mal einen ersten Einblick. Färbbar sind die Rüstungen natürlich auch, aber das ist jetzt erstmal so die Grundeinstellung, einmal für schwer und einmal für leicht. Ja. Und die Materialien kriegt man natürlich dann immer bei getöteten Dwemer-Gegnern. Ja, da muss man also dann auch mal durch so ein Dwemer-Dungeon durch, um die passenden Items für diese Rüstung zu bekommen. Ich versuche mal, mich ein bisschen mehr auf die Fragen zu konzentrieren. Pupus Frage zu Nirnkrux. Nirnkrux gibt es im oberen Karkstein. Du musst überhaupt gar nicht versuchen, woanders hinzugehen, Nirnkrux zu finden. Es gibt das nur dort. Ich sage einfach mal Kala. Kalas Frage, ob es irgendwann möglich sein wird, hochstufige Rüstungen mit dem Aussehen niedrigstufiger Gegenstände herstellen zu können. Ich habe beim Abendessen zumindest die Antwort bekommen von jemandem, dass daran Interesse besteht, das zu machen. Hörte sich nach der Prioritätenliste aber eher weiter unten an und ohne Garantie darauf, dass irgendwie in der Richtung mal noch was kommen wird. Also würde ich nicht garantieren wollen, halte ich aber auch nicht für völlig ausgeschlossen. Sagen wir einfach zu. Zu Aliens Hive nochmal kurz, gebietsabhängige Rezepte, ja, das wird eingebaut. Momentan ist es ja so, dass es levelabhängig ist, das wird aber geändert, es wird dann zonenabhängig sein. Und dann habe ich auch noch zwei Fragen hier. Also ich dachte, Zauberweben und Schmuckcrafting ist Future. Das ist auch so. Also Future ist wirklich Zauberweben, Herstellung und Juwelenherstellung. Also das sind die, die in der Zukunft sind. Also noch nicht mal soon. Ja, das wird also bestimmt nichts im nächsten Update werden. Und die zweite Frage hier. Wie viel mehr Gold wird es denn werden? Das wird sich sogar so unterscheiden, dass manche Gegner jetzt gar kein Gold mehr schmeißen, aber dafür andere dann umso mehr. Also es wird nicht mehr so sein, dass jeder Gegner ein Gold abgezählt in der Tasche hat, sondern dass man wirklich unterschiedliche Goldfunde bei den Mobs hat. Mal kriegt man halt vielleicht mal nichts und mal dafür einen Beutel mit richtig viel gut Gold. Lexas Frage, ob man irgendwann Getränke und Essen zusammen einnehmen kann, damit man beide Buffs bekommt. Wenn ich mich richtig entsinne, wurde das nicht bestätigt, dass sie das planen, aber wir haben es angefordert. Also wir haben es weitergegeben und haben gesagt, dass wir das gerne haben möchten. Fanden die, glaube ich, auch ein bisschen verwirrend.
Ja, für zwei Buffs gleichzeitig wird es aber auch was Interessantes geben, nämlich mit Update 5 ein neues Eigenschaftsset, nämlich der zweigeborene Stern. Und das ist so ein neun Eigenschaftsset, also wenn ihr 9 Eigenschaften auf einem Teil analysiert habt, könnt ihr dann ein Set bauen, in dem ihr im höchsten Set-Bonus 2 Mundussteine zur selben Zeit aktiv haben könnt. Also da kommt ein Set, das ihr für 2 Mundussteine benutzen könnt. Trello stellt die Frage, ob für die Gifte, die geplant sind, ein extra Beruf eingeführt wird oder ob das zum Alchemisten gehören wird. Du kannst davon ausgehen, dass es zum Alchemisten gehören wird, denn die negativen Effekte haben die Pflanzen ja jetzt bekanntlich schon. Wir haben auf dem Guild Summit keine Details zum Giftemischen erhalten. Wir haben nur gesehen, dass dran gearbeitet wird. Es würde aber nur Sinn machen, das Ganze dem Alchemisten zuzuschieben, weil er das jetzt schon macht. Und ja, wir haben euch hier nochmal die Setboni einmal aufgelistet. Auf dem Bild könnt ihr sehen. Dann wisst ihr nochmal, was auf euch zukommt. Das ist craftbar in Karkstein. Und ja, ansonsten haben wir ja hier noch weitere Fragen, zum Beispiel Adite Leader, wann das Champion-System eingeführt wird. Also definitiv nicht vor 2015. Ist eigentlich ganz einfach. Paul Sage sagte, wenn es fertig ist. Fertig. Richtig. Genau. Also eher 2016 oder 17 würde ich tippen. 17 nein. Ist... Nein, das Champion-System ist schon 2015. Ja, das glaube ich auch. Also die machen ja schon die ersten Schritte da drin. Ja. Kommt drauf an, wie schnell die anderen Schritte kommen. Ja, genau. Vielleicht noch ganz interessant, auch mit Handwerkthemen, wo wir schon beim Handwerk sind. Also mit der imperialen Stadt, da waren wir ja eben schon am Anfang des Ganzen, kommt auch die dädrische kaiserliche Rüstung, dädrisch-kaiserlich, Xifkin heißt das Ganze. Dann kommt also wieder ein neuer Rüstungsstil dazu, der uns schon wieder eine Möglichkeit gibt, unseren Char noch schöner zu gestalten. Da blenden wir euch gleich mal ein Bild dazu ein. Kopf kaputt. Mehr Waffengattungen sind in ESO ja nicht so leicht umzusetzen, weil das auch immer bedeutet, dass du eine komplette Skillreihe machen musst und dann das wirkt sich wiederum auf Spellingsing aus. Also ich würde aktuell erstmal noch nicht von neuen Waffengattungen ausgehen. Wurde auch nichts diesbezüglich angedeutet. Ja, was jetzt im Handwerk noch neu kommt, und das fand ich auch wieder sehr interessant, ist, dass es eine Handwerkseinführung geben wird. Das heißt, ein richtiges Crafting-Tutorial und Handwerksbefehle bedeutet also Quests, tägliche Quests, wo ihr dann fürs Handwerk also Sachen erledigt. Und da war noch was, oder? Da gab es noch irgendwie Survey-Reports oder so, ne? Genau. Quasi wie Schatzkarten, die führen euch dann zu einem schönen Paradies an Rohstoffen. Und das ist nur für euch da, dieses Paradies an Rohstoffen. Das heißt, ihr findet dann nicht eine Schatzkarte mit einer Truhe, sondern ihr findet einen Untersuchungsbericht und da steht drauf, an der Stelle findest du ganz viele Erze. Und dann geht man dorthin und dann sind das eure Erze, die teilt ihr mit keinem anderen. Genauso wie ihr diese Schatztruhen ja mit keinem anderen teilt. Also von daher habt ihr dann so einen Punkt, wo ihr richtig schnell Crafting-Material bekommt. Die Frage von Giga Sachs, ob man Schilde und Waffen färben kann. Du kannst ziemlich sicher sein, dass Waffenfärben wohl eher nicht kommt. Schilde färben... ja, aber Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mann, keine Ahnung. Wurde gefragt. Wollten da ja, wurde gefragt, genau. Unter anderem auch von mir, weil ich selber Schild und Einhand trage und leider keine befriedigende Antwort bekommen. Pets und Reittiere zu färben an... Ich glaube, das wurde gesagt. Ich meine, es wurde gesagt. Und was wurde da gesagt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war irgendwie auch zum Thema Waffen und Dings. Und da kam, meine ich, auch das Thema Pets auf tatsächlich. Aber ich will mich da jetzt nicht drauf festlegen. Ich meine, es kommt, aber es ist halt wieder so eine sehr geringe Prioritätensache. Apropos zu Pets können wir euch auch nochmal zwei Bildchen zeigen.
Also was ja kommen wird, ist Guar auf jeden Fall. Und der Sentient-Tiger ist auch schon mal angesprochen worden von Paul Sage, dass der auch kommen wird, aber der wahrscheinlich erst sehr viel später. Als Pet oder als Mount? Als Mount, als richtiges Reittier. Der Guar auch ebenfalls als Reittier natürlich. Den gibt's ja schon als kleines Pet. Hier seht ihr nochmal ein Bild. Zu Nataeris, wenn man ein Set vollständig hat und dann die Waffen wechselt, das ist wahrscheinlich zum Set 2 geborener Stern, ob der Mundus dann wieder wegfällt, also ich gehe mal davon aus, dass sie das einbauen werden, so. Sonst könnte man ja ein bisschen tricksen und den Mundus-Bonus einfach weiter benutzen. Genau. Ich glaube nicht, dass Charaktere Pferde tauschen können, da tatsächlich Pferde und Haustiere und andere Erfolgsgegenstände mit einem Effekt, einem sichtbaren Effekt, demnächst in einer Bibliothek unterkommen werden. Das heißt, sie werden keine Taschenplätze mehr verbrauchen. Und es ist eigentlich auch, ich sag mal, ich meine nicht, dass sie getauscht werden können. Das würde nicht unbedingt viel Sinn machen. Es sei denn, das ist unter den eigenen Charakteren, wenn du das meinst, also Shadowfighter. Ich gehe aber ehrlich gesagt nicht davon aus. Hier seht ihr auch nochmal ein Bild von Senche. Genau. Auch für die Leute, die im PvP unterwegs sind, wird es auch soon, also nicht in der Zukunft, Zukunft ist weiter weg, sondern soon, ein neues Set geben. Nämlich ein AVA-Set, also ein Set für jedes Reich an sich. Und das Rüstungsset wird dann also ziemlich so wie das Bild von der QuakeCon ist, rot werden, aber auch sehr gewaltig für die Daggerfall. Nee, das ist für Ebenherzpakt. Und uns wurde auf der auf dem Guild Summit dann auch kurz vom Deutsch-Stolz-Bündnis in Blaues gezeigt. Also die sehen auch wieder sehr schick aus, beeindruckend. Weil, ja, im PvP will man ja auch gut aussehen demnächst. Altmeri haben wir noch nicht gesehen. Noch ein Rüstungsset, was kommen soll, ist die Glasrüstung und Glaswaffen. Da haben wir auch nochmal zwei Bildchen für euch. Könnt ihr euch das schon mal besser vorstellen? Also wer wirklich mal ein bisschen mehr Variation in seinen Rüstungen haben möchte, da kommt einiges in der nächsten Zukunft. Auch ganz interessant, was noch gesagt wurde auf der Gildenversammlung, ist, dass das Glas an sich auch erhalten bleiben soll. Weil ihr könnt die Rüstung zwar einfärben, aber es darf ja nicht passieren, dass man danach nicht mehr erkennen kann, dass es eine Glasrüstung ist. Also da bin ich auch mal gespannt auf die Umsetzung. So, und in der Zukunft, das ist auch noch ein Thema für die Zukunft, kommen dann noch Kollektionen, Sammlungen. Mit den Sammlungen könnt ihr dann eure Pets, eure Mounts, eure, ja, was auch immer, in einem Sammelmenü als Trophäe sozusagen sammeln. Vielleicht auch die Kostüme, die man hat, also dass ihr dann ein eigenes Menü habt, wo ihr auch ein bisschen euer Gepäck wieder mit aufräumen könnt, wenn ihr eure ganzen kleinen Pets da in so eine Kollektion packt, eure Kostüme in eine Kollektion packt. Also das wird auch in Zukunft kommen. Ja, hier seht ihr auch nochmal ein Bild von den Waffen der Glasrüstung. Und dann können wir eigentlich auch gleich nochmal zu einem anderen Thema übergehen.
Zu Housing wurde etwas gefragt und da wurde gesagt, sie hätten es gerne drin, aber es steht auf der Prioritätenliste nicht weit oben. Also das sind viele Themen, die in Zukunft wollen. Ihr seht ja die Gruppenzone Merkmeyer, die Solozone, die imperiale Stadt, das Champions ist und so weiter. Also Housing ist noch, wäre gewünscht, aber das dauert wohl noch was. Es wird aber kommen, das haben sie nochmal bestätigt. Es dauert wohl nur ein paar Jahre. Ein paar Jahre. Du bist ja immer optimistisch. Also eben war auch nochmal die Frage wegen drei Tieren, ob die irgendwelche Rüstung bekommen oder ich hatte zum Beispiel auch die Frage, ob wir Umhänge kriegen können und da wurde mir, also bei den Umhängen wurde mir ganz klar gesagt, nee, das wird nicht kommen wegen Performance-Thematik. Ich gehe auch mal davon aus, wenn jetzt so ein Pferd so eine wallende Rüstung hat oder irgend so ein Umhang, also ein Pferd hat ja mehr so, ich weiß gar nicht, wie das Zeug heißt, so eine Schabracke oder sowas. Wenn so ein Pferd also durch die Gegend im PvP reitet und dann 100 Leute mit dem Pferd und dann ist da so... Ich gehe eher nicht davon aus, dass da in nächster Zeit was kommt. Ja, wir nähern uns so ein bisschen auch langsam dem Ende, sowohl geistig als auch vielleicht thementechnisch. Von daher einfach jetzt würde ich sagen, gehen wir mal einfach zu all diversen Themen über. Das heißt, wir gucken jetzt mal, was wir noch so für Fragen hier offen haben und werden mal versuchen, so ein bisschen querbeet eventuell noch was zu beantworten. Die Frage für die Antwort auf Trelos Frage, ob es die Glaswaffen nur in Grün gibt. Glas soll voraussichtlich auch färbbar sein. Natürlich muss es weiterhin nach Glas aussehen. Wenn sie es färbbar machen, dann gibt es das natürlich auch nicht nur in Grün. Dann hast du also gegebenenfalls auch blaues oder rotes Glas. Zum Thema von Ava in ESO, was ihr alle ganz interessant fandet, ob man als Zweihandnutzer hat mal einen Nachteil bezüglich der Setteile. Hierzu wurde aber jetzt nichts an uns gesagt, ob sich das in naher Zukunft ändern wird. Also wenn, dann vielleicht in ferner Zukunft, aber momentan ist das, denke ich, auch gar nicht geplant. Die Verbesserung für die Werwölfe Muratras kannst du im offiziellen Forum dir mal anschauen. Da wurde jetzt, was konkret gemacht wird, nicht im Guild Summit drauf eingegangen, aber soweit ich weiß, stehen die im offiziellen Forum. Ja, also so das letzte Thema, was wir jetzt noch nicht so angesprochen hatten, war das Thema Skills und Itemization. Das ist noch so ein Thema gewesen, was so ein bisschen auch sehr, sehr ja, techniklastig war oder sehr, sehr skilllastig. Da ging es also auch wirklich darum, was verändern die jetzt an AFA-Fähigkeiten oder AOE-Zielbeschränkungen, Waffenskill-Überarbeitung. Also die haben auf jeden Fall schon mitbekommen, dass sie den Bogen und die Zweihänder verbessern wollen. Das haben sie auf jeden Fall schon mal dort erwähnt. Und ansonsten auch die neuen AFA-Fähigkeiten hörten sich interessant an. Also in Cyrodiil dann auch, dass man eine Fähigkeit hat, die Schleicher aufzudecken, dass man Heilungsminderungsfähigkeiten hat, ja, dass man also nicht immer so dauerdurch gut heilen kann, sondern auch mal ein bisschen Ärger kriegt beim Heilen, ja, dass man da auch mal zwischengehen kann und dass man auch nicht immer so viele AOE-Ziele trifft. Also da war einiges, was Thema war. So ein wirklich herausschlagendes oder herausragendes Thema bei den Fähigkeiten hatte ich jetzt nur beim Zweihänder und Bogen mitbekommen, dass sie da also auf jeden Fall was tun wollen, dass die beiden auch sinnvoll werden demnächst, was den Schaden angeht. Die Frage nach den Loots ist schon ein paar Mal aufgekommen, gerade Drachenstern Arena. Drachenstern Arena Loot wird überarbeitet, könnt ihr euch also drauf freuen, wird definitiv angepasst. Ich kann nicht dafür garantieren, dass ihr damit dann zufrieden seid, ja, aber es wird angepasst.
Das neue Klasse, ist vielversprechend, ja. Neue Klasse, Trelor. Neue Klasse kannst du erstmal nicht erwarten, aber wir bekommen ja, und neue Skillbäume für die bestehenden Klassen auch nicht, aber wir bekommen ja das Zauber wirken demnächst. Beben. Ich habe immer gesagt bekommen, es heißt nicht Zauberweben, weil es heißt ja Spellcrafting und nicht Spellweaving. Deswegen sage ich jetzt schon nicht mehr Zauberweben. Ich habe es früher auch immer gesagt. Also das Spellcrafting, ich sage es einfach auf Englisch, mit dem Spellcrafting wird ja noch wesentlich mehr Auswahl an Skills kommen und dementsprechend wird man sich da dann noch weiter spezialisieren können. Unklarheit fragt, ob PvP-Arenen kommen. Auf der Gamescom haben es ja nun einige gesehen und gespielt, unter anderem auch wir. Ja. Ja, PvP-Arenen an sich sind eine nette Präsentationsform für ESO auf Messen, sage ich mal. Aber wie es ausschaut, ist das Ganze erstmal, ja, wie man Menschen so schön put on hold, also erstmal zurückgestellt. Es gibt erstmal wichtigere Präsentationen, wichtigere Dinge, die ins Spiel eingebaut werden. Also das ist tatsächlich nur etwas, was sie momentan auf Messen als schnelles Spielerlebnis präsentieren. Es wird so schnell erstmal nicht den Weg ins Spiel finden. Moratras Frage zum Spellcrafting. Da können wir dir leider nicht sagen, wie das genau aussieht, weil das Spellcrafting keine Thematik des Guild Summit war. Deswegen hier können wir leider auch keine Informationen rausgeben, die ihr nicht ebenfalls schon hättet. Und die Frage von 14 Dingens da, was die Pfeilphysik angeht, weiß ich nicht genau, was du damit meinst. Zu Moratras nochmal kurz, auf der QuakeCon wurde ja zumindest gesagt, dass es einen Spell wohl geben soll, der dann Stamina-basierend auch ist, den man sich da zusammenbasteln kann. Aber ob es da mehr gibt und was es für einer ist, keine Ahnung. Achso, eine Sache haben wir noch vergessen, und zwar das Kaiserstadtgefängnis. In der imperialen Stadt wird es nicht nur die Kanalisation geben und die 6 Distrikte, sondern es wird auch nach dem Update 5 noch ein Kaiserstadtgefängnis kommen. Das ist dann auch wieder ein neues Veteranendungeon. Also noch eine Ini, die dann kommen wird, die auf Daedra basierend wird und die sehr interessante Gegner hat. Das sehr Witzige war, auf dem Gilden Summit mussten wir eine neue Farbe benennen. Und ja, da hatte dann jemand die Farbe, ich weiß gar nicht mehr, vergammeltes Verdorbenes Grün oder so. Genau. Verdorbenes Fleischgrün, oder? Ja, irgendwie sowas, genau. Verdorbenes Fleischgrün. Da so ein Fleischkoloss rumläuft, der ziemlich verdorben aussieht. Das war schon mal ein schöner Einblick in das Dungeon, also nach der Stadt der Asche. Da ist also auch schon wieder die nächste Ini geplant. Zu den Add-on-Fragen von Moratras und Exe. Schadenszahlen, Debuffs ohne Add-ons sehen können. Also zu dem Thema Buffs, Debuffs wurde gesagt, dass es nicht in typischer, normaler MMO-Manier mit irgendwelchen Icons angezeigt wird, hatte Kiyoshi ja vorhin schon erwähnt. Und ich bezweifle auch stark, dass fliegende Schadenszahlen auf dem Bildschirm erscheinen werden, weil das einfach nicht im Sinne der Entwickler ist. Allerdings muss ich da kurz einhaken. Es werden Zahlen wohl richtig einstellbar werden, die man in der Lebensanzeige sieht. Und sie haben auch von uns Kritik kassiert, dass dieser zweigeteilte Lebensanzeige-Bildschirm, ne, das von links und rechts immer gleich viel weggeht, doch sehr verwirrend sein kann. Und sie werden das wohl nochmal etwas überdenken. Genauso haben sie auch die Kritik angenommen, dass wir gesagt haben, einer, der in der ESO-Perspektive spielt, also in der Ego-Perspektive spielt. ESO-Perspektive ist auch schön. Ja, witzig. Also der in der Ego-Perspektive spielt, dass er nicht die Effekte auf dem Boden sieht und nicht weiß, was gerade los ist. Das hatten wir erwähnt. Wir hatten auch nochmal gesagt,
bei manchen Events sieht's aus, als würde man Lebenbalken haben, aber am Ende muss man eigentlich einen Priester beschützen und das ist gar nicht der Lebensbalken vom Boss, sondern der Lebensbalken vom Priester. Man kann nicht so wirklich erkennen, was passiert denn da gerade im Spiel. Also da wurden viele Vorschläge von den Gildenleitern gesagt, wie man das UI ein bisschen mehr nutzen kann, um Feedback zu bekommen. Und das haben sie auch wirklich mal angenommen, weil klar, die wollen das Spiel ein bisschen cinematischer behalten, dass man also nicht 1000 Zahlen auf dem Bildschirm hat, aber dass doch mehr Feedback im UI sein muss, das haben sie auch so gesagt bekommen. Nicht nur von uns vier Deutschen, sondern auch von den anderen amerikanischen und französischen Gildenleitern. Der Kopf kaputt hat nochmal gefragt wegen Charakternamen und Gildennamen. Das haben wir vorhin schon mal beantwortet. Wir haben angemerkt, dass man Gildennamen doch vielleicht im Rahmen des Titels einblenden können möge. Entweder statt des Titels oder zusätzlich zum Titel. Wurde sich auf jeden Fall zumindest schon mal notiert. Wann und ob es kommt, können wir aber nicht sagen. Ja, ich würde sagen, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort an der Stelle. Würde ich ganz gerne jetzt vielleicht auch so richtig Richtung schon mal Abschluss hier verweisen. Wir sind doch geistig vielleicht langsam auch ein bisschen durch, sag ich mal. Das läuft sich ein wenig aus mit den Fragen. Und ja, vielleicht jetzt noch so ein paar letzte, das wird so 5 Minuten noch eventuell machen. Und zum Abschluss habt ihr dann nochmal, ja, werden wir dann nochmal kurz ankündigen, wie wir dieses Projekt weiterführen werden, was wir noch selber so machen momentan. Und von daher, ja, würde ich sagen, jetzt auf zu den letzten Fragen. Zu 14297, die Range von den Pfeilen ist sehr gering und sie fliegen etwas plump. Also die Animation des Bogens, die wird auf jeden Fall ja nochmal geändert mit dieser Combat Responsiveness, sodass das dann auch etwas geschmeidiger wirkt, wie der Pfeil fliegt. Ob du dann natürlich damit zufrieden bist, weiß ich nicht, aber lass dich davon mal überraschen. Länderkürzel werden also meines Wissens nach nicht kommen. Das hat wieder mit dem Gleichen zu tun, das heißt, weder Titel noch Gildennamen noch Länderkürzel werden wahrscheinlich auftauchen, ich gehe nicht davon aus. Nein, Jirarax, deine Frage mit den Untoten und den Heilzauberern wurde nicht beantwortet. Ob man künftig mit Heilzaubern irgendwie Schaden an Untoten zufügen kann, haben wir aber keine Informationen zu erhalten. Also weder ob das mit dem Spellcrafting kommen wird, noch mit sonst irgendwas, können wir nichts zu sagen. Und Lexter, ein 6. Skill für die Skillleiste, ist nicht geplant, ist auch von... Also es wurde danach von jemandem gefragt, es kam dann aber auch direkt Gegenwind auf. Also ich denke, hier ist die Community auch einfach sehr gespalten und ich würde nicht davon ausgehen, dass wir damit irgendwann mal zu rechnen haben, dass irgendwas derartiges kommt. Und ich würde auch nicht damit rechnen, Nathris, dass irgendwann Toggle Abilities nur auf einer Leiste bleiben, sein müssen, damit sie beim Waffenwechsel bleiben werden. Ja, und nochmal eben zu der Bogenfähigkeitsfrage, ob die weiterfliegen. Die Reichweite wäre zu gering. Also das, was die gesagt haben, was sich am Bogen ändern wird, ist, dass der Giftpfeil, dass der Schaden über Zeit erhöht wird, dass der Schaden über Zeit erhöht wird von der Pfeilsalve, dass der Pfeilfächer eine erhöhte Reichweite bekommt und dass der Fernschuss, der Schadensbonus, wird auch bei einer niedrigen Reichweite in Kraft treten. Also der Bogen wird demnächst auf jeden Fall sinnvoller. Die haben mitbekommen, dass es nicht mehr so ein sinnvoller Skill ist oder so eine sinnvolle Waffe ist. Genau, mir dazu gefällt noch der, ganz kurz, der, ja, Sniper-Shot wird demnächst tatsächlich auch die richtige, das wird die Standard-Attacke fast schon werden, das wird man ein bisschen verändern, die Cast-Zeit wird verändert und auch, ich meine, die Reichweite, also wird dann dieser Sniper-Shot tatsächlich eure Standard-Attacke mit Wert, die ihr hauptsächlich einsetzen werdet mit dem Bogen, wenn ihr etwa einen Kampf eröffnen wollt. Mir gefällt die Frage von Trelo, die er gestellt hat, die würde ich gerne zuerst mal von Chufu erfahren. Wo spielst du, in welcher Zone spielst du am liebsten? Oh je,
Also ich bin eigentlich immer so ein Viel-Reise-Typ. Also okay, eine Unentschlossene. Bin in fast allen Zonen sehr gern. Am allerliebsten habe ich eigentlich Kluftspitze. Mir gefällt so das Düstere, diese düstere Atmosphäre mit den hohen Bergen. Also die finde ich richtig gut gemacht. Und der Jan? Auridon, ganz klar. Schön die ganzen Strände und nett und fröhlich und mag ich. Und Meister Metatron? Ja, ich muss sagen, ich finde Rift eigentlich ganz hübsch, weil Rift ist eigentlich eine Gegend, wo man sagen kann, ja, da ist es ein bisschen herbstlich, ist jetzt genauso die Zeit, nicht zu warm, nicht zu kalt. Und die Löwengrube gefällt mir da ganz gut, dieses öffentliche Dungeon da, weil die auch so außerhalb gelegen ist. Also, ja, Rift gefällt mir eigentlich. Ich würde die gerne nochmal auf Veteranenrang spielen, aber leider, tja, ist ja nur für 40er und so. Meine Lieblingszone ist definitiv Karkstein. Mir macht es Spaß, da als Gruppe rumlaufen zu müssen und da gemeinsam mit meiner Gilde durch die Gegend zu ziehen. Und mir gefällt der Aufbau von Karkstein. Ich liebe die Karkstein-Instanzen über alles. Die sind einfach noch tausendmal cooler als die Instanzen, die es davor gibt. Deswegen liebe ich Karkstein und freue mich dementsprechend auch sehr auf Mirkmaier, was ja auch ein Gruppengebiet werden wird. Ja, okay, die Indies sind super schön in Karkstein, da hast du recht, da bin ich auch für. Also, wenn man kein Gruppenspiel mag, sollte man sich für Karkstein wenigstens mal die Zeit nehmen, die Indies sich anzugucken, weil die sind echt hübsch gemacht da. Ist mal was anderes als in den anderen Gebieten. Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch vielleicht mit dieser persönlichen Frage zum Abschluss des heutigen Abends. Und dann mache ich auch einfach vielleicht mal kurz den Anfang. Ihr habt nächste Woche am Dienstag um 20 Uhr im MMORPG Radio wieder die Möglichkeit, uns Fragen zu den Themen zu stellen. Wir werden selber im Radio selber, es wird nicht über Twitch laufen, wir werden selber diskutieren, wir werden selber unsere Meinung zu den Themen sagen. Und dazu wird es dann auch öfters mal ein paar Musikpausen geben und weiterhin gibt es ein allianzübergreifendes Event. Das heißt, wir werden mal schauen, was wir so ein bisschen mit den drei Allianzen in der Gastkampagne machen werden. Das Ganze werden wir dann auf unserer Homepage im MMORPG Radio, also www.mmorpg-radio.de, werden wir dann nochmal ankündigen. Und das wird dann so eine Mischung aus Event und Fragestunde werden. Also ich denke mal, das wird ganz unterhaltsam werden. Und ich hoffe, man sieht sich soweit da. Ich poste den Link gleich nochmal im Chat und dann würde ich mich persönlich schon mal verabschieden und würde dann doch gerne nochmal jetzt das Wort auch weiter an die Maggie geben. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Es war auf jeden Fall sehr schön. Und ansonsten könnt ihr ja auch nochmal die Zusammenfassung über das, was wir heute gesprochen haben, mit Champion-Systemen und was wir sonst auf der Gildenversammlung kennengelernt haben, auch nochmal nachlesen auf esoschatzsucher.de. Und ja, also unser neuestes Projekt mit dem Skillplaner könnt ihr natürlich auch gern noch wahrnehmen. Da freuen wir uns auch immer über Feedback. Das ist die ESO-Skill-Werkstatt. Ja, und ansonsten werden wir mal schauen. Also wir würden uns natürlich auch über Feedback freuen zu dem Q&A heute. Und vielleicht schaffen wir es ja dann doch nochmal, das nochmal zu machen. In diesem Sinne also schon mal vielen Dank an euch alle. Ja, auch danke von mir. Schön, dass ihr so lange zugeschaut habt. Ja, wäre ja mal interessant, vielleicht nach dem nächsten Update auch mal so ein Q&A anzusetzen, wenn es dann wieder um die neueren Inhalte geht. Also, wie gesagt, auch von mir vielen Dank. Wenn ihr Interesse habt, mal in meine Videos reinzuschauen. Ich habe immer mal wieder aktuelle Videos über Elder Scrolls da, Let's Plays von ganz normalen Dungeons, aber auch auf dem Channel, also Gary und Metatron müsst ihr einfach nur bei YouTube suchen, findet ihr auch Boss-Guides für die ganzen. Also bis Veteranenrang 5 habe ich es auf jeden Fall schon verfilmt. Ich habe Videos von dem Guild Summit in 2014 geladen, vom Update 5 und so weiter. Kommt natürlich einiges noch in Zukunft, also wäre schön, wenn ihr mal vorbeischaut und ja, vielleicht sieht man sich ja im Ebenherzpakt. No. Niemals. Dann noch ein kleines letztes Wort von mir. Ich habe ja nur eine Gilde. Ja, ich habe ja da sonst kein komisches Zeugs. Doch, von dir ist Teso Zensus.
Ja, richtig. Cool. Ja gut, den Tesozensus, aber für den interessiert sich ja irgendwie mittlerweile keiner mehr. Doch. Tesozensus.info, könnt ihr einfach mal hingehen, gucken, was das ist und ob es euch gefällt und ob ihr euch eintragen wollt. Bitte entschuldigt an alle, deren Fragen wir jetzt nicht beantwortet haben. Sei es, weil wir es übersehen haben, sei es, weil wir uns verquatscht haben, sei es, weil wir es einfach nicht wussten. Ich glaube, ich bin im offiziellen Forum nicht die unbekannteste Schreiberin. Wenn ihr noch Fragen habt, die ihr unbedingt loswerden wolltet, schreibt mich an. Ich versuche, eure Fragen dann noch zu beantworten oder erstellt Themen. Dann antworte ich auch so gut ich kann. Danke an alle, die eingeschaltet haben und gute Nacht. Ja, danke schön. Gute Nacht. Bis demnächst.